Das Galaxy ist für viele große und kleine Jenaer nicht nur ein Ort für Spiel und Spaß, sondern wird auch von vielen Hobby- und Sportschwimmern genutzt. Doch daran soll sich künftig etwas ändern. Denn im Zuge der Neueröffnung der Sportschwimmhalle in Lobeda West soll das beliebte Freizeitbad auch im Hinblick auf seine Wirtschaftlichkeit neu gestaltet werden. So wird in der Stadtratssitzung im März eine Berichtsvorlage zu den geplanten zwei Varianten des Umbaus diskutiert. In der ersten Variante soll das jetzige Sportschwimmbecken in ein kleineres, multifunktionales Sprungbecken umgebaut werden. Der Sprungturm bleibt den Badegästen dabei aber erhalten. Die dadurch gewonnene Fläche soll im Bereich des Leerschwimmbeckens durch ein Spielplatzkonzept für kleine Kinder neu gestaltet werden. Außerdem ist geplant, die in die Jahre gekommenen Rutschen auszutauschen und die Saunalandschaft innen wie außen umzugestalten. Das gesamte Galaxy wird somit ausschließlich als Freizeitbad betrieben. Hobby- und Sportschwimmer müssen dann auf die Bahn in der neuen Sportschwimmhalle in Lobeda ausweichen. Die zweite Variante sieht den Erhalt des Sport- und Leerschwimmbeckens vor. Allerdings soll das Becken dann in einer extra gebauten, separierten 25 Meter Sportschwimmhalle mit eigenem Eingang und Umkleide betrieben werden. Diese neue Schwimmhalle fiele dann wieder in die Daseinsvorsorge der Stadt. Sowohl die Stadtverwaltung als auch die Jenaer Bäder und Freizeit GmbH und Vertreter aus dem Nutzerbereich präferieren die erste Variante. Sie sei durch die noch vorhandene Kapazität in der neuen Sportschwimmhalle in Lobeda am besten realisierbar. Zudem werde somit die Attraktivität des Galaxies als reines Freizeitbad gesteigert. Auch mit Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des beliebten Freizeitbades wird seitens der Stadt die erste Variante empfohlen. Die Entscheidung dazu wird der Aufsichtsrat der Bädergesellschaft voraussichtlich in der kommenden Woche treffen.